So, wollen wir darüber. Runenbeutel. Alle weg. Handbuch sagt Pika. Zwing. Oh. Und hoch. Also sobald das Levitate eine Oberfläche an seinen Füßen quasi merkt, geht sie runter. Ich hoffe mal, das gilt nicht auch für Lava. Oh, da ist eine Oberfläche, da muss ich runter. Flupp, tot. Ja, du, weg. So, wo sind wir jetzt überhaupt? Runenbeutel weg. Oh, noch einer von denen. Oh, oder derselbe, wenn ich im Kreis gelaufen bin. Komm, lass mich durch. Au. Karte. Wir sind ganz normal in dem Ding, wo wir vorher auch schon waren. Aber was ist da für eine Nische? Ist der Wasserfall? Östlich. Hier. Nee. Hm. Hops. So. Das ist keine Nische, das ist nur eine Ecke. Na, okay. Das ist der Schatten von dem Pin auf der Karte. Ja, okay, das hätten die sich auch irgendwie sparen können. Das irritiert nur. Ah ja, also wir sind hochgesprungen. Wo? Wo zur Hölle war das? Echt gute Frage. Hier? Ich glaube, das war hier, ja. Vorm Teleporter aus nach schräg unten rechts. Das Stück sieht immer noch komisch aus, auch wenn wir da schon 3-4 Mal vorbeigeschwommen sind. Und sonst habe ich langsam echt keine Ideen mehr, wo das Schwertteil sein kann. Also wir könnten nochmal auf die anderen Türen hier einschlagen, aber nee. Das ist echt schade. Also ja, wir könnten wahrscheinlich einfach so jetzt in die nächste Etage runtergehen. Und versuchen da ein bisschen was zu reißen. Aber zum einen vergesse ich dann die ganzen Details von dieser. Oh. Cracked Wall. Das schreibe ich mal kurz auf. Zum einen vergesse ich dann nach und nach, je länger wir voranschreiten, die Details von diesen Etagen vorher. Was nicht so gut ist. Und zum anderen wäre ein richtig gutes Schwert bestimmt auch praktisch, um da weiterzukommen. Und hier ist auch eine Cracked Wall. Ich glaube aber fast, es ist nur Deko. Hast du irgendwas zu sagen? Pika. Pika, ich muss weg. Wir gucken nach Dingens. Oh, Spinne. Ah. Oh, wir sollten vorher dich in die Hand nehmen und von oben hauen. Oh, da fällt mir ein, ich sollte gleich mal wieder ins Handbuch gucken und den Nachtsichtzauber raussuchen. Denn die eine Geheimtür hatten wir auch nur durch Zufall gesehen, weil wir den Nachtzauber erwischt hatten. Vielleicht wird das hier ähnlich sein. Na komm schon. Okay, warten bis grün wird. Grün. Warten bis grün wird. Grün. Was zur Hölle, warum treffen wir dich nicht? Du bist nur eine stinknormale Spinne. Okay, dann von unten, aber so machen wir keinen Schaden mit der Keule. Und treffen wir wenigstens. Dafür ist das Ding immer noch grün. Grün. Ne, komm. Runter gucken. Das war jetzt Zufall oder das hat wirklich geholfen? Aber wir müssen jetzt erstmal schlafen. So. Dann hätten wir gern den Runenbeutel. Alle Runen rein. So, wo ist der Nachtsichtzauber? Die Heilung. Resist Fire, Remove Trap, Strengthen Door, Speed, Night Vision. Night Vision ist das da. Und das da. Also Quas-Lor. Wusch. So, alles schwarz-weiß. Okay.
Wir sind jetzt ganz im Südosten, richtig? Richtig. Also wir gehen kurz nach Westen. Damit wir wirklich alle Wände abgegangen sind. So, und gucken uns hier mal um. Und zwar mit dem Auge, nicht mit dem benutzten Ding, weil das Auge sagt dann wirklich, hier ist eine Geheimtür und ändert dann die Texturen, sodass man die Tür auch wirklich erkennen kann. Aber bisher nix. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, schaut nicht gut aus. Cracked. Drei verschiedene Steinmauern hier, aber das hilft uns auch nicht so wirklich. Vielleicht hier im inneren Bereich? Wäre es hier nur eine ganz kleine Nische. Mit einem 1x1 Raum mit einem Schwert drin. Oder Klinge. Ja. Zip, 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 zip. Nö, leider nicht. Oh. Gold Vein. Das klingt schick. Wir haben leider kein Minenwerkzeug dabei. Sonst hätte ich auch schon versucht, hier eine Crack Wall einzuschlagen. Aber gut. Ja komm, gehen wir nochmal hier rum, da rum und da unten hin. Also westlich zur Brücke. Unterwegs gucken wir uns einfach so nochmal um. Vielleicht finden wir irgendwelche anderen Geheimgänge, die wir später gebrauchen könnten. Das war falsch. Sind wir genau einmal im Kreis gelaufen. So, südlich. Hier sind nur Cracked Walls und die werden man garantiert nicht einschlagen können. Dafür sind das viel zu viele. Könnten wir den ganzen Dungeon umbauen. Aber ja, hier einmal lang. Und sonst in der Nische da hinten. Die ist doch geradezu prädestiniert dafür, dass hier irgendwo ein Geheimgang ist. Ist aber nicht. Menno. Oh, nö. Gehen wir mal hier lang, hier rüber und zu der Rumpelkammer und gucken, ob da noch Notizen liegen. Also nordwestlich. Und so will ich die Notiz finden, wo drauf steht, dass es wirklich im Südosten ist. Das habe ich mir zwar auf meinem Zettel aufgeschrieben, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das 100% akkurat war. Wobei ich nicht wüsste, warum Gerogon aus der Vergangenheit uns anlügen sollte. So, war noch ein Trank. Nee, ein Beutel. Mit nichts drin, okay. Flop. So, Echsenbereich. Hier. Was ist das für ein komischer Knubbel? Schrott, okay. Dum, 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 dum. Einmal hier durch und gleich wieder rechts. Hier. So, was bist du? Tracking. Solche Sachen soll ich einfach in die Lava schmeißen, damit ich nicht wieder drüber stolper. So, ein Edelstein, Flasche, Kettenhemd. Da ist eine Notiz. Und da ist eine Notiz. Remove Bat from Resist Blows for Better Protection. Mhm. Thank you so much. I can Lizardman Runespell Talk. Achso, das war der Wasserwandel-Zauberspruch. Ja, die sind beide ganz praktisch gewesen. Helfen uns jetzt aber auch nicht weiter. Und sonst ist hier nichts. Schade. Das heißt, wenn wir das Ding überhaupt aufbewahrt haben und nicht ins Wasser geschmissen haben, warum auch immer, wird es in einer anderen Rumpelkammer sein. Die da wäre. Da unten. Was ja gar nicht so weit weg ist. Warte mal. Wir sind jetzt da. Also, es ist eigentlich nicht weit weg. Uneigentlich sind die wichtigsten Türen blockiert und wir können hier nicht lang gehen. Aber ich probiere mal was aus. Wir laufen, anstatt wir unten rum einen Bogen zu machen, machen wir jetzt oben rum einen Bogen. So. Springen dann ins Wasser. Machen Wasserwandeln eventuell und
kommen dann da hinten raus. Warte mal, ich sage dir, was ich meine. Also wir laufen jetzt hier rum, da rum und dann hier hoch. Nee, Wasser wandeln. Es war pur Elem. Alle weg. Elem, pur. Elem pur oder pur Elem? Elem. Elem pur war es, okay. Also von unten nach oben. So. Husch, 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 husch. Nebenbei hier auch nochmal die Wände abgucken. Wo der Zauber gerade mal aktiv ist. Nix, 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 nix. Wasserfall, wo nichts ordentliches hinter war. Nee, 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 nee. Stonewall, Stonewall. Nichts. Das nagt an mir. Dass ich damals nicht besser aufgepasst habe. Oh, Goblin. Hallo, Goblin? Ja, du bist aggressiv. Dafür bist du gleich tot. Komischer Kauz. So. Tot. Ja, machen wir weiter so. Hochgang? Achso, wir sind schon beim Hochgang gewesen. Genau, nördlich. Dann kommt gleich ein eingestürzter Gang auf der rechten Seite. Hier. Und dann kommt der Hochgang. So. Da ging es zu dem komischen Orb, der uns einen Raum zeigt, wo was auf dem Boden liegt. Wo wir immer noch nicht wissen, was das macht. Und hier geht es nach Süden zu dem Hauptkorridor. So. Dann geht es wieder nach Süden. Und da liegt ja noch recht viel Klimbim rum. Wahrscheinlich auch die anderen Zettel. So, also leere Säcke. Eine Schriftrolle, die irgendwas macht. Nee, das war Ra. Okay. Haben wir auch schon benutzt. Was bist du? Qualität eines Deals verbessern. Mhm. Schriftrollenbehälter ist nichts. Rezept für irgendwas zu essen. Wobei, das nehme ich ja mit, das könnte noch wichtig sein. Falls wir das Rezept kochen müssen, um irgendeins der Teile zu bekommen. So, komm schon. Ah, genau. Die Gastlibons haben den zerbrochenen Haft. Also die Gule. Ja, da waren wir. Such nach der Klinge im Südosten. Hinter Wand sind Geheimnisse. Also vielleicht doch nicht hier oben. Vielleicht doch unten auf der Etage von den Gulen. Ah, ah. Runter. Also ich... Hier war der Ex-Mensch-Bereich. Also im Südosten ist echt nicht mehr viel Platz. Und wir sind überall wirklich hier schon lang gegangen, haben geguckt. Die ganze Ostwand lang. Hier unten können vielleicht noch ein Weg nach Norden sein oder in dem Raum nach Osten, aber das finde ich unwahrscheinlich. Sollten wir trotzdem später überprüfen. Aber ja, jetzt zu den Ghastly Ones. Die Ghastly Ones sind ganz schön weit unten von dem Fundort der Notiz. Und im Südosten. Hier oben haben wir den Klingengriff gefunden. Das heißt, hier unten soll die Klinge sein, wenn die fünfte Etage gemeint ist. Oh, warte mal. Es wird die ganze Zeit vom verrückten Zauberer gesprochen, oder? Die alte Dame hier ist ganz schön durch. Woher hat sie die Klinge? Aber wir können sie nicht einfach so angreifen, das ist nicht der Weg des Avatars. Das heißt, wir müssen jetzt Toms Bild finden, damit sie entweder uns ihre Klinge gibt oder sie durchdreht und wir sie umbringen dürfen. Ah, ist aber nicht wirklich südöstlich. In den Grüften hier nochmal nachschauen. Vielleicht habe ich da auch irgendwas einfach nur übersehen. Aber gut, wir haben wenigstens die Notiz, die bestätigt, dass sie jetzt im Südosten ist. Das heißt, wir können wieder runter.
Und dann muss ich einfach schauen, was ich mache. Weil Thomas Bild hatten wir ja schon versucht zu finden. Also allgemein sind wir den ganzen Dungeon abgegangen und wenn irgendwo ein Zettel auf dem Boden lag, haben wir noch aufgehoben. Und ich denke mal, das Bild wird aussehen wie Zettel. Und da war keins. Zombies haben wir auch schon alle gefragt. Die wussten auch nicht so wirklich weiter. In der Gruft waren wir aber eigentlich auch schon. Vielleicht war es aber wirklich einfach nur eine Schrottklinge auf dem Boden und deswegen habe ich sie nicht aufgehoben. Das wäre nicht so schön. Warte mal kurz. Jo, machen wir das so. Ich mache jetzt einen kleinen Cut. Dann laufe ich hier einmal außen rum. Guck ganz kurz, ob es noch da nach Osten geht, ob es da nach Norden geht. Wenn nicht, gehe ich weiter runter. Und dann gehe ich nochmal, also komme da raus. Wusel dadurch. Merke dann, dass ich hier falsch bin. Wusel zurück, lauf dadurch. Gehe da runter. Und dann auf Ebene 5 komme ich hier raus. Lauf hier ganz unten einmal rum, spring über die Lava. Und melde mich dann da unten in Nolans Gruft wieder. Das dürften locker 20 Minuten Zeit sein, die ich brauche. Und eine ganze Folge nur mit hinlaufen, verschwinden, finde ich ein wenig albern. Deswegen jetzt der Cut. Und wir sehen uns dann gleich hier in der Gruft wieder. Also bis denne.